Bergschenke ist heute das Ziel, vielleicht auch für alle anderen, irgendwann mal die Wachbergschenke in Dresden. Neben mir der Chef des Hauses, er hat letztes Jahr die Wachbergschenke übernommen, sprich im April letzten Jahres. Und ja, was macht die Wachbergschenke so besonders? Ich würde sagen, die Natur, das leckere Essen und dass jeder einfach Gast sein kann, so frei sein kann. Wir gehen auf individuelle Bedürfnisse ein, wir haben ein Sonderangebot, ja, und man kann hier vor allen Dingen feiern. Jetzt erstmal die Frage, wo ist überhaupt die Wachbergschenke? Der eine oder andere hat es vielleicht gehört, wer nicht, wo ist die Wachbergschenke? Am einfachsten ist wahrscheinlich zu sagen, direkt am Fernsehturm. Mitten im Grün und ja, ein bisschen fernab vom Schuss, kann man so ganz einfach sagen. Ja. Also wenn man mit dem Auto kommt, unbedingt über den Fernsehturm und dann die Waldmüllerstraße rein. Ansonsten, alles andere, was an Zuwegen da ist, ist immer etwas schwierig zu erreichen, denn das sind Wanderwege. Und wenn man dann mit dem Auto es probieren möchte, kann das passieren, dass man irgendwann mal in so einem Wald auch stecken bleibt. Und das wollen wir ja möglichst nicht vermeiden. Wir wollen es möglichst vermeiden. Und aus dem Grund ist es schön, wenn man hier vielleicht zu Wanderungen oder halt auch mit dem Auto herkommt und sich hier einen richtig schönen Tag macht. Das geht aber nicht jeden Tag. Es ist eine Ausflugsstätte. Und wann ist hier geöffnet? Von Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr bis ca. 21.30 Uhr und Samstag, Sonntag natürlich auch Mittagsgeschäft von 11 bis 21.30 Uhr. Ja, ansonsten bei Veranstaltungen logischerweise machen wir immer Ausnahmen. Also bei größeren Gruppen. Größere Gruppen könnten zum Beispiel auch Hochzeitsfeierlichkeiten sein. Dafür ist die Wachbergschenke bekannt. Warum? Weil es einfach ja, so individuell ist. Jede Hochzeit ist ja irgendwo individuell und persönlich und genau das macht diese Location aus. Und das wird im Prinzip jahrelang schon so betrieben, also auch durch die Vorgänger schon als Hochzeitslocation, wahrscheinlich weil sie so besonders ist. Darüber, ja, ich sag bloß, die Aussichtsplattform ist ja so eine schöne Sache, Sektempfänge bieten sich da an. Aber ja, mit uns natürlich ein kleines Bonbon, wir sind ja nicht bloß Gastronomen, sondern auch Hochzeitsplaner an der Stelle. Es gibt auch immer ein Highlight im Sommer, das ist so ein kleines Fest, habe ich gehört. Gibt es das dieses Jahr wieder? Kleines Fest ist bisher noch nicht angedacht. Aber ich habe schon gesehen, draußen ist auch eine große Freilichtbühne. Und bei der Freilichtbühne gibt es mit Sicherheit auch das ein oder andere Konzert wieder. Also am besten mal auf die Seite gehen, das ist wachbergschenke.de. Dort kann man immer nachschauen, dort sind die neuesten Informationen. Dort ist auch die Telefonnummer, gegebenenfalls auch nochmal die Öffnungszeiten, wer sich also nicht merken konnte. Und Mike Herrmann als Geschäftsführer, Inhaber des Hauses steht natürlich auch dann telefonisch gerne bereit, wenn man dann sagt, man möchte vielleicht sogar hier heiraten oder man möchte hier eine große Geburtstagsfeier machen oder ein Firmen-Event machen. Das ganze Gelände steht einem zur Verfügung, wenn man rechtzeitig sich anmeldet und kann auch dann hier mit allen feiern und einfach sich einen schönen Tag machen. Wachbergschenke.de mit Mike Herrmann und seinem Team. Der Besuch lohnt sich. Bye.